Hallo, hallo, hallo und willkommen zurück zur Folge 4 Kerbal Space Program. Oder war es Folge 5? Oder Folge 17? Oh, manche Dinge sollte man sich auf jeden Fall mal merken. Gut, meine Lieben, ich bin wieder erfolgreich von der Planetenoberfläche bzw. Mondoberfläche abgehoben und würde jetzt sagen, nach dem Docking-Manöver, dass ich dafür sorge, dass wir mal wieder zurück auf die Planetenoberfläche von Kerbin kommen, damit wir diese megamäßig vielen Forschungspunkte, die wir organisiert haben, damit wir die auch verwenden können. Unterstützend dafür kann ich jetzt mein restliches RCS einsetzen, das ich fürs Docking schon ganz schön weit verbrannt habe. Glücklicherweise habe ich hier an der zweiten Rakete noch viel, 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 viel mehr RCS dran gehabt. Ich habe bei der Konstruktion eine ganz wichtige Sache total vergessen, und zwar, dass die Rakete hier am besten auch RCS haben sollte. Zum Docken. Und Solarzellen. Damit sie Strom hat. Wir hatten jetzt nämlich das Grund, oder ich hatte jetzt beim Docken das grundsätzliche Problem, dass diese Rakete sich nicht mehr bewegen ließ. Und ich mit dem Pod, beziehungsweise mit unserem Lander selbst, ganz, 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 ganz lange rumprobieren musste, bis ich es überhaupt geschafft habe, die Rakete zu landen. Und das fand ich ganz schön doof, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe euch das Ganze erspart und habe das Ganze jetzt rausgeschnitten. Das war ein Video von, keine Ahnung, nochmal 2 Stunden oder so. Gut, Entschuldigung. Wir sorgen jetzt dafür, dass wir den Einflussbereich von vom Moon verlassen und wieder in den Einflussbereich von Kerbin geraten. Dafür gehen wir Prograde und zünden, was geht an der Periapsis, damit die Apoapsis sich erweitert und wir den Einflussbereich des Moon in Kürze verlassen werden und wieder in dem Einflussbereich von Kerbin sind. So, dürfte bald soweit sein. Jetzt haben wir es geschafft und haben echt einen beschissenen Kurs. Egal, wir warpen bis zur Apoapsis von diesem neuen Kurs, damit wir die Periapsis wieder näher holen, gehen dafür wieder Retrograde, benutzen unser RCS dafür. Hier, das sind diese Steuerdüsen, die sich da gerade an die Arbeit machen. Macht das Manövrieren im All deutlich einfacher. So, zurück in die Orbit Map und wir holen unsere Periapsis ran bis auf, ich würde mal sagen, 100 Kilometer an Kerbin. Dann warpen wir dorthin. Ey. Wunderbar. Jetzt war fast nochmal in den Einflussbereich des Moons zurückgekehrt. Oh. Das war ein bisschen weit. Wenn wir so jetzt darunter fliegen, werden wir definitiv einfach in der Atmosphäre verglühen. Das wollen wir nicht. So, 168 Kilometer ist das schon deutlich angenehmer. Hilft uns nur leider nicht zum Bremsen. Deswegen gehen wir auch hier mit weniger Energie, so, bis auf 80 Kilometer, warpen hier runter. Dabei erhöht sich die Geschwindigkeit. Man kann sich das Ganze so ein bisschen vorstellen. Fuck. Egal. Man kann sich das Ganze so ein bisschen vorstellen wie Berg- und Talfahrt. Die Periapsis ist der niedrigste Punkt, die Apoapsis der höchste Punkt. Bewegen wir uns von der Apoapsis zur Periapsis, werden wir immer schneller. Bewegen wir uns von der Periapsis zur Apoapsis, werden wir immer langsamer. Es soll Menschen auf diesem Planeten geben, die das verstehen, für die das einen Sinn macht. Ich nehme das Ganze jetzt einfach mal als gegeben hin. Möchte mir darüber jetzt keine Gedanken machen müssen. Wir brennen wieder in der Nähe der Periapsis unsere Apoapsis nach unten und werden dann demnächst mit dem Wiedereintritt in die Atmosphäre, auf jeden Fall nach einem Quicksave, werden wir beginnen. Aktuell befinden wir uns auf einer Höhe von 234 Kilometern über der Oberfläche. Unsere Apoapsis hat noch eine Entfernung von knapp 2,3 Millionen Kilometern. Deswegen haben wir da noch ein bisschen Zeit. Aber man kann das Ganze jetzt auch hier stoppen, noch ein bisschen näher an die Periapsis gehen. Das spart dann wieder ein bisschen Treibstoff, aber so viel wie wir noch übrig haben,
sieht man hier unten oder indem man rechts auf den Tank macht. So viel wie wir hier noch übrig haben, dürfte das Ganze kein Problem sein. So, was haben wir aus dieser Mission gelernt bisher? Zum einen, ganz klar, möchtest du docken, brauchst du ACS. Möchtest du landen, brauchst du Landestützen. Möchtest du Forschungspunkte, nimm Forschungszeug mit. So viel wie geht. Sei denn, du hast sowas schon mal gemacht. Also ein und dasselbe Experiment schon einmal gemacht. Das grundsätzliche Problem war jetzt, da ich den Lander nicht zu schwer machen wollte, habe ich zum Beispiel dieses kleine Labor überhaupt gar nicht mitgenommen. Ist jetzt halt der Nachteil, dass wir dadurch auch deutlich weniger Forschungspunkte bekommen, als wie wir bekommen hätten, wenn wir es dabei gehabt hätten sollen, müssen tun, scheiß Konjunktiv. Auf jeden Fall, wir werden nichtsdestoweniger trotz einen ganzen Haufen Forschungspunkte mit nach Hause bringen. Das auf jeden Fall. So, Periapsis, Apoapsis, beide so im Bereich von 200 Kilometern. Periapsis langsam niedriger. Hier gehen wir jetzt auf eine Höhe runter von, ich würde mal sagen, jeden Fall unter 70, dass wir runterkommen. So 50, 53 Kilometer könnte eventuell reichen zum Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, ohne dass wir noch eine zweite Runde drin müssen. Gut, wir quicksafen, überdrücken auf F5. Dann würde ich mal sagen, die kappeln wir. Es wird jetzt für mich auch sehr, sehr interessant, aus dem einfachen Grund, weil dieses eine Hitzeschild, dieses eine, für diese komplette Rakete gelten soll. Ich weiß überhaupt nicht, ob das funzt. Notfalls haben wir noch die Möglichkeit, auch mit dem Terrier voran runterzugehen, weil auch die für Hitze ausgelegt sind. Unsere Fallschirme sind auf jeden Fall noch heile. Die setze ich aber mal hoch auf 2 Kilometer Höhe, damit wir schon viel früher anfangen, dieses hohe Gewicht abzufangen. Ich meine, klar, wir haben 4 Fallschirme. Da kann man jetzt sagen, gar kein Problem. Das dürfte wirklich keinem nichts ausmachen oder so. Aber der Teufel und Eichhörnchen und die meisten werden wissen, was ich meine. Gut, gehen wir wieder in die Map-Ansicht und warpen noch ein bisschen. Ich lasse das Ganze jetzt dann einfach auch mal Retrograde eingestellt. Genug Energie müssten wir noch haben. Wir landen auf der Sonnenseite, wir befinden uns auf der Sonnenseite. Das heißt, dass Jebediah da automatisch für sorgen kann, dass wir da auf diesem Punkt bleiben. Wir warpen noch ein bisschen näher. Wie gesagt, ab 70 Kilometern wird das Warpen automatisch unterbrochen. Das ist jetzt hier. Da hinten fliegt der Rest von unserer Rakete, der noch den alten Kurs hat. Warpen wir wieder ein bisschen. Okay, und deaktivieren das ACS. Das kostet jetzt relativ viel Energie. Aber ich möchte wenigstens warpen, bis wir wieder in den Glutbereich quasi eintauchen. Dann können wir das ACS eventuell auch verwenden, um wenigstens noch ein bisschen zu stabilisieren. Wir haben noch ein bisschen Monopropellant dafür übrig. Dürfte jeden Moment soweit sein. Na, wir werden auf jeden Fall schon langsamer. So. Die Energie ist leer und muss ich erst wieder aufladen. Gut, dass wir an allen 4 Seiten Solarzellen angebracht haben. Durch Rechtsklick auf die Solarzelle sieht man im Übrigen, ob man sich im direkten Sonnenlicht befindet, wie viel Energie fließt und ähnliches. Ja, dann würde ich mal sagen, auf dem Flug werden wir nicht mehr warpen können. Ich bin gespannt, ob hier diese Docking Ports, ob die jetzt halten oder nicht. Theoretisch, wenn man es mal realistisch betrachtet, drückt ja dann die Atmosphäre von dieser Seite das Ganze hier nur fester dran. Und durch das Unterstützen des ACS müssten wir eigentlich ohne Probleme an die Oberfläche kommen. Warp ich noch ein bisschen. Ist ja
Verbrennt haben wir so viel Monopropellant, das ist so, vor allem weil wir es vielleicht wirklich noch brauchen können. Egal. Ich möchte, dass wir anfangen zu glühen. Zu glühen. Oh, es hat nicht gereicht. Wir drehen noch eine Runde. Die Apoapsis wird zwar immer niedriger, aber wir drehen noch eine Ehrenrunde. Wir steigen wieder. Unsere Periapsis sinkt aber auch. Dadurch, dass wir uns durch die Atmosphäre bewegen, sorgen wir wirklich dafür, dass die Atmosphärenschichten uns ein wenig bremsen. Das kann jetzt ein bisschen dauern, fürchte ich, bis es wirklich so weit ist, dass wir runterkommen. Wobei wir eventuell sogar Glück haben könnten, dass die Apoapsis so weit runterkommt. Jetzt noch. Nee, das wird nichts. Warpen wir mal ein bisschen schneller. Macht er nicht. Und in Kürze geht uns wieder der Strom aus, weil wir den Einflussbereich der Sonne verlassen und auf die Nachtseite von Kerbin kommen. Anybody got ideas? No? Damn. Für die Huster möchte ich mich wirklich entschuldigen. Aber ich habe mir wohl ein bisschen was eingefangen und meine Stimme, die klingt deswegen auch ein bisschen kratzig, vermute ich mal. Kratziger als sonst. Nun ja, und schauen wir mal, dass wir wieder auf die Sonnenseite des Lebens kommen. Unsere Energie wird nämlich bis zur anderen Seite sehr, sehr knapp werden. Warpen wir bis dahin. Der Warp lässt sich jederzeit, wie es hier unten auch steht, durch die Drücken auf die Escape-Taste unterbrechen. Ich bin nur einfach gespannt. Sonne, wo bist du? Sonne, oh Sonne. Gab mal ein Lied von Rammstein, ne? Hieß das nicht Sonne, Mutter? Ja, man kann auch was verwechseln, ne? Und gerade driften wir ein wenig vom Kurs ab. Na komm. 30 Sekunden. So, wir bekommen noch keine neue Energie, deswegen aktiviere ich mal das RCS, damit Jebediah überhaupt eine Möglichkeit hat, uns auf Kurs zu halten. In Kürze dürften wir eh in Atmosphärenschichten eintreten, die so dicht sind. Und wir werden auch nicht mehr rauskommen aus der Atmosphäre. Man sieht es jetzt hier, die Periapsis sinkt deutlich. Die Apoapsis ist auch schon so niedrig, dass wir unterhalb der 70 Kilometer bleiben. Es könnte wirklich sein, dass wir hier eine sehr, sehr sanfte Landung haben werden nachher. Wenn wir es schaffen, durch genau diese Schicht zu kommen. Unsere Energie lädt sich nicht mehr auf und unser Monopropellant existiert auch nur noch sporadisch. Hoffen, beten, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind wir gar nicht so schnell. Also ich bin schon mit deutlich größeren Geschwindigkeiten auf die Oberfläche aufgeschlagen. Für Jebediah sieht das Ganze so aus. Während er steuert. Für Valentiner so. Naja. Oh, abdriften ist jetzt gerade echt schlecht. Ich habe jetzt umgeschaltet auf manuelle Steuerung, damit sich die Batterie ein bisschen erholen kann. Der Hitzeschild lebt noch. Sorry, dass ich gerade nicht so viel sage. Vielleicht manchmal aber auch besser so viel wie ich labe. Aber
weiß nicht, ob die Energie reicht. Das mit dem Abdriften wäre halt wirklich Kacke. Gut, wir sind jetzt auf 43 Kilometern Höhe, Tiefe, wie man will. Sieht auf der Orbit-Map sieht so aus, als würden wir es vielleicht tatsächlich noch auf Land schaffen. Wasser wäre mir lieber. Es kommt darauf an, wie stark jetzt der Bremseffekt ist. Und dann ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass uns die Rakete nicht beim Landen noch auseinanderbricht. Also ich will versuchen, ob ich es noch schaffe, sie einmal zu drehen um 180 Grad, sodass wir quasi wieder mit den Landestützen auf der Wasseroberfläche bzw. der normalen Oberfläche aufkommen. Ja, Leute, spannend, spannend. Ich möchte mich halt, wie gesagt, dafür entschuldigen, da ich das Docking-Manöver nicht mit drauf habe. Das wären 1,5 Stunden dummes Rumversuchen gewesen mit ständigem neuen Laden und was weiß ich. Das wollte ich euch wirklich nicht antun. Eieiei, wird das laut. Diese Lautstärke ist überhaupt nicht gut. Wobei man mal sagen muss, wenn man hier dieses Pack installiert, dass es auch Städte auf Körbeln gibt und sowas, dann wäre das echt eindrucksvoll, diesen Feuerball da zu sehen, der sich oberhalb der Stadt befindet. Und das, man müsste vielleicht ein bisschen mehr aufpassen, wo man landet. Könnte man vielleicht noch implementieren, wenn sich das irgendjemand vom Entwicklerteam anschaut. Ihr wisst, was wir wollen, Leute. Gute Grafik, gute Spiele, mit super Ideen. Also genau sowas wie Kerbin. Da ist es zwar mit der Grafik vielleicht nicht so, dafür passt der Rest einfach. Dieses Spiel ist der absolute Hammer, sonst würde ich es nicht spielen. Also, darf man Werbung machen in einem Video, das für das Spiel gedacht ist? Leute, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Es könnte sein, dass es tatsächlich geklappt hat. Ohne dass die Rakete am Arsch ist. Jetzt nur noch darauf achten, wann wir die Fallschirme zünden, die uns dann abbremsen. Ich hoffe halt, dass der Aufprall überlebt wird. Na komm. Senkt die Geschwindigkeit noch ein bisschen. Fallschirme sind offen. Das mit dem Tränen kann man sein lassen. Und lassen wir die Aerodynamik Engine ihre Arbeit tun. So ab 2 Kilometern Höhe müssten die Fallschirme richtig aufgehen. Und dann die Rakete eigentlich sanft zu Boden führen. So viel zum Thema eigentlich macht eigentlich jeden Satz kaputt, ne? Eieieiei. Habt ihr das mit Fallout eigentlich mitbekommen? Da haben doch tatsächlich einige Händler die Frechheit besessen, haben das Spiel für die Konsolen schon früher rausgebracht, sodass jetzt ein paar Leute schon feuchtfröhlich auf der Konsole zocken können. Während wir armen Computerspieler da wirklich noch warten müssen. Das ist wirklich nett nett, wie man so schön zu sagen pflegt. Ja. Ich würde ja das nächste Mal, wenn ich könnte, die zweite Kapsel auch noch mit einem extra Fallschirm versehen und beides alleine landen lassen. Da mir nur klar war, dass hier der Tank sehr, sehr schnell sehr, sehr leer sein würde. Nach dem erneuten Start von der Oberfläche habe ich mir gedacht, lässt du das mal lieber. Ich finde im Übrigen, dass wir relativ schnell runterkommen mit unseren 5 Metern pro Sekunde und auch das ACS bringt uns auf der Oberfläche eines Planeten mit Anziehungskraft nicht mehr wirklich viel. Also wir können jetzt den Rest verbrennen. Das senkt vielleicht nochmal ein bisschen das Gewicht der Rakete selbst, aber wirklich viel bringt uns das nicht.
Gut, nachdem wir jetzt fast 2000 Meter am Fallschirm gehangen haben, setze ich die Geschwindigkeit für die letzten 50 Meter wieder runter und brenne das ACS wirklich nochmal ab. Vielleicht hilft uns das noch ein wenig. Versprechen kann und kann, will und soll ich euch nichts. Feuer. Ah ja, 0,1 Meter pro Sekunde und das nicht mal kontinuierlich. Ich habe auch noch nie irgendwie. Ah! Es hält. Wir haben unsere Rakete erfolgreich vom Mond und der ersten Mondlandung zurückgeholt. Wem von euch das selbst noch gelungen ist, herzlichen Glückwunsch. 644 Wissenschaftspunkte. Fast so viele wie unser Vorbeiflug um den Mond. Man hätte diese beiden Missionen auch miteinander verbinden können. So haben wir den Vorteil, dass wir deutlich mehr Teile haben. Neue Teile. Knapp 1 Million Credits haben wir. Und ha, hier, schaut euch das an. Valentina direkt auf Level 1. Jebediah nochmal 2 Erfahrungspunkte bekommen. Wonderful. Gut, dann schauen wir mal, wie wir unseren Reichtum ausgeben. Wir könnten noch größere Raketen bauen. Oder wir gehen zur erweiterten Wissenschaft bzw. Energieerzeugung. Hier hätten wir noch ein bisschen was an Seismometer. Meine Lieblingsantenne. Das hier ist, glaube ich, ein Labor, ne? Processing Lab, da kann man beförderte Wissenschaftler reinsetzen und die während dem Flug dann irgendwelche Experimente machen. Hier haben wir noch neue Ländercans, Service Space, einen neuen Pod. Hier erweiterte Kontrolle, die nehmen wir diesmal auf jeden Fall mit. Kommt auf. So, hier haben wir diese Fallschirme, die nehmen wir auch mit. Die brauchen wir nicht. Das sind extra Sachen für ganz, ganz kleine Raketen, beziehungsweise für Sonden, die kaum Treibstoff verbrauchen. Hier, das sind die RCS-Tanks, beziehungsweise ein Jumbo-Tank. Schaut euch das mal an, was es hier später noch für Raketen gibt. Alter Schwede. Und hier ist ein Nuklearantrieb, den können wir nur leider nicht einsetzen. Erstens müssten wir dafür unser Forschungslabor nochmal erweitern. Und zweitens fehlen uns dafür jetzt dann doch ein paar Forschungspunkte. Was wir allerdings machen könnten, ist das Advanced Fuel System. Noch ein paar weitere Teile für Jets. Aerodynamik. Kommandomodule, Landeleitern, die brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir auf Duna fliegen wollen. Weil da ist es ein bisschen mehr Erdanziehungskraft oder Duna-Anziehungskraft. Ich weiß gerade nicht, was wir nehmen sollen. Wir nehmen jetzt mal die Separation Systems, die brauchen wir auf jeden Fall. Und das dürfte uns auf jeden Fall mal reichen, dass wir, ja, beim nächsten Mal mit Minmus weitermachen können. Bis dahin.